Alle haben ein Fahrzeug verloren. Schickt einen S56 zur Hilfe. Over. Guten Morgen. Sie hören Radio Speed. Es ist ein wunderschöner heißer Tag bei 35 Grad im Schatten und Sonnenschein pur. Die Soße läuft, man kann Steaks auf Autohauben grillen, aber das hält uns nicht davon ab, Schaden in Milliardenhöhen anzurichten und den Bullen virtuell so richtig auf den Sack zu gehen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play ever mit Need for Speed Most Wanted. Nachdem wir hier gerade frisch durch die Werkstatt gefahren sind, müssen wir eine Streife finden, um sie liebevoll zu streifen und so die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Denn wie ihr wisst, gibt's bei Need for Speed nichts Besseres, als sich eine epische Schlacht mit der Polizei zu liefern und dabei alles Mögliche, was einem in den Weg kommt, zu zerstören. Nebenbei kann man hier wie die versenkte Sau fahren, tausend Autos rammen und öffentliches Eigentum zerstören. Der Polizei ist es einfach egal. Das Einzige, wo sie sich ein bisschen aufregen, ist, wenn man viel zu schnell fährt. Oder die Autos sich etwas näher kommen wollen. Für alle Neuen unter uns, eine Werkstatt sorgt dafür, dass innerhalb einer kleinsten Nanosekunde beim Vorbeifahren mit 300 Sachen das Auto komplett durchgecheckt und repariert wird, neue Ersatzteile bestellt, geliefert und eingebaut werden und das ganze Auto lackiert wird. Jeweils in einer zufälligen Farbe. Insgesamt ist es auch sehr erstaunlich, wie robust so ein Auto ist. Ich meine, die ganzen Unfälle, die wir jetzt schon hatten, und es fährt erste Sahne. Naja, wenn man vielleicht durch ein Nagelbrett fährt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu fahren wie momentan. Aber es geht. Bis zur nächsten Werkstatt, wenn man keine SWAT-Teams hinter sich hat. Gerade fahren wir hier die landschaftlich reizvolle Strecke und versuchen einigermaßen auf der Spur zu bleiben und ein paar Blitzer einzusammeln. Wer will die denn schon haben, ne? Also irgendwie klappt es nicht ganz so mit dem Fahren gerade. Na, vielleicht hier auf dem Dirt Road geht's vielleicht besser. So, wenn wir da mal gleich eine Streife gefunden haben, dann geht's so richtig zur Sache, aber leider gibt's hier auf den landschaftlich reizvollen Strecken nicht so oft irgendwelche Cops, die meinen, hier patrouillieren zu müssen. Von daher müssen wir gleich mal zur Interstate fahren. Oder Autobahn, wie man es auch benennen möchte. Und, hier ist die Auffahrt. Na klar. Ein bisschen Nitro. Wir haben ja so viel davon. Nebenbei bekommt man Nitro, indem man im Gegenverkehr fährt, nah an anderen entgegenkommenden Autos vorbeifährt oder durch die Luft fliegt. Bam! Nitro ist immer schön, um schnell den Kopf zu entkommen. Hast du das gesehen? Ein Blitzer, der Geisterfahrer blitzt. Ich glaube, bei uns haben die kein Geld für sowas. Leck mich, Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da ist sie. Die erste Streife, die meint, mich fangen zu müssen, nachdem ich hier das Massaker des Jahres angerichtet habe. Ich sorge dafür, dass diese Cops eine Arbeit haben, dass sie jeden Tag in ihr Auto steigen können, aus dem Nichts auftauchen können und dafür sorgen können, dass unschuldige, zerstörende Raser gefasst werden. Ein kleiner Tipp, wenn ihr einen Cop ausschalten wollt, fahrt ganz gerade auf ihn zu und einmal ran! Und nochmal. Ein ausgeschalteter Cop kann euch nicht mehr sehen. Und das ist eine gute Chance, um aus dem Radar zu verschwinden und unterzutauchen.
Das wollen wir aber nicht. Wir wollen eine höhere Fahndungsstufe. Wir wollen, dass große Trucks kommen, schnelle Flitzer. Wir wollen, dass SWAT-Teams kommen und uns umzingeln, uns in die Enge treiben. Wir wollen Straßensperren zerquetschen und SWAT-Teams Hallo sagen. Und deshalb muss die nächste Streife dran glauben. So, einmal drehen und zurück. Auf der Minimap kann man gerade sehr schön sehen, wie wir am schnellsten zu den nächsten Cops kommen, um ihnen einmal schön Hallo zu sagen. Hallo! Wenn das einem alles zu einfach ist, kann man sie natürlich auch einfach gegen die Wand fahren und sie ein kleines Ram-Duell mit seinen Partnern liefern und darauf warten, dass die Kollegen sich selber zum Haufen fahren. Das machen sie nämlich sehr, sehr gerne. So, jetzt suchen wir mal ein kleines bisschen Abstand und fahren nach hier oben. Und jetzt einmal drehen und... Bam! Ja, genau, du hast mich getroffen. So, unser Auto ist ziemlich Schrott, deswegen fahren wir mal kurz hier in der Werkstatt vorbei. Nanosekunde, drehen und es wieder in den vorherigen Zustand versetzen. Ah, wenigstens ist ein anderes Auto noch mehr als unseres. Von daher, guter Job an die Werkstatt. Ihr macht immer einen geilen Job. So, und weil wir es können, fahren wir jetzt einfach mal schnell zurück zur Werkstatt. Und einmal drehen. So, keine Streife weit und breit, außer die Schnellflitzer. Und wir haben Fahndungsstufe 3 erreicht. Anscheinend wollen die Cops heute ein paar Wagen ausmustern. Bam! Achtet auf die rote Gestelltanzeige unten. Wenn die Balken außen angekommen sind, haben sie dich. Und es ist vorbei. Auch wenn die Situation aussichtslos scheint. Einfach wegfahren, den Leuten die Abgase zeigen und definitiv nicht aufhören, Kopf zu rammen. Nur leider haben sie das meistens auch vor. Danke, blauer FBI-Truck. Jetzt hauen sie alle ab von mir. Na toll. Das hat man davon. Wenn man einfach nur nett versucht, deren Wagen auszumustern. Straßensperre! Und zurück! Hi! Hallo! Wie geht's? Kann ich dir irgendwie helfen? So, da hinten kommt der nächste. Vielleicht war das ein bisschen zu heftig. Weil ich meine, auf dem Rücken liegen ist vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Aber was soll's. Hey! Hallo, warum habt ihr mich nicht repariert? Naja, einmal durch die Straßensperre wieder durch und nochmal durch. Einfach weil wir es können. Ganz einfach. Und weil meistens so viele Wagen da sind, denen man Hallo sagen kann. So, zweiter Versuch Werkstatt und es hat geklappt. Hallo. Einmal zurück. Wir wollen ja nicht gestellt werden. Zwischen den durch und einmal weg hier. Nachdem man jetzt den Kopf angestupst hat, sich ein riesiges Massaker geliefert hat, besteht die letzte Aufgabe darin, abzuhauen. Und zwar ohne gestellt zu werden. Dabei ist es extrem wichtig, eine hohe Fahndungsstufe gehabt zu haben. Weil umso höher die Fahndungsstufe, umso höher der Erfolg, umso höher das Ego. Yay! Hallo Ego! Wer jetzt mitbekommt, besprechen sie gerade, wie sie es am besten kriegen. Aber wir finden uns schon in der Fluchtphase. Und das bedeutet, dass unsere Fahndungsstufe langsam immer weiter runtergeht. Seht ihr den blauen Balken, der nach unten läuft? So, gleich werden wir nur noch Fahndungsstufe 2 haben. Aber nicht mehr, wenn
man der nächsten Streife begegnet. Dann geht sie wieder nach oben, bis man wieder abgehauen ist. Von daher, Gas geben, was das Zeug hält. Du hast Nitro, du hast Power, los geht's. In dieser Phase ist extrem wichtig, so wenig zu crashen, wie es nur ansatzweise geht. Wenn man außer Reichweite ist, hilft es auch meistens, sich zu verstecken. Meistens kommen die nicht drauf, wenn einfach ein Auto an der Seite parkt, was einfach davon steht. Die checken es einfach nicht. Aber zum Spaß fahren wir einfach mal. Warum nicht? Hallo. Nebenbei, die Grafik ist einfach nur geil. Ich meine, die Stadt und das Straßennetz, das die hier aufgebaut haben, es ist einfach episch. Es macht einfach Spaß, hier durch die Landschaft zu fahren und ja, einfach alles zu genießen, was es hier zu sehen gibt. Straßensperre! Man kann das schon fast als eine Sucht bezeichnen. Immer wenn ich eine Straßensperre sehe, habe ich das Verlangen, sie einfach zu durchbrechen. Außer es sind SWAT-Trucks, weil dann hat es einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist so, als würde man, keine Ahnung, gegen SWAT-Trucks fahren? Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich nicht die ganzen Rampen, Spezialwege oder gerade die Röhre etc. genommen habe, ich versuche gerade einfach schnell durch die Landschaft zu fahren und ja, Stunts kann ich euch was anderes zeigen. So, wir sind jetzt im Tunnel angekommen und hängen die letzte Streife ab. Wir haben nur noch Spanischstufe 1, von daher könnte das die letzte gewesen sein, die uns jetzt noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht. Hoffe ich wenigstens. Und 3, 2, 1, Verfolgung entkommen. Sie haben sich erfolgreich der Fahndung entzogen und 13 Cops ausgeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier des Tages fahren wir hier einfach gerade noch ein kleines Stückchen weiter, sammeln ein bisschen Nitro, sagen ein bisschen Hallo zu zivilen Personen und genießen es. Wir haben es geschafft. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Cops ihr so das letzte Mal ausgeschaltet habt. Würde mich echt interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, ach, ihr kennt den Button. Und mein Channel ist brandneu. Über ein Abo würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Also ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Ihr könnt entweder noch bis zum Ende gucken oder ihr klickt einfach ein Video auf der rechten Seite und guckt euch was anderes von mir an. Und wir parken auf der Autobahn.